Jetzt stelle ich Ihnen mal den EOS Genesis vor. Der ist von der Menüführung eigentlich wirklich auch sehr einfach. Vor allem eine spezielle Sache ist sehr wichtig, nämlich die Vorreinigung. Man kann nämlich bei dem EOS Genesis einstellen, ob er vorreinigt und wie lange er vorreinigt. Ich präsentiere das mal. Das sind insgesamt 10 Sekunden, wo er sich jetzt vorreinigt. Dabei macht er hier saures Wasser. Und das ist sozusagen eine Vorreinigung, auch Desinfektion des Auslasses mit stark saurem Wasser. Und wenn man fertig ist, polt er jetzt nochmal um, innen drin. Dort, wo basisch war, ist sauer. Dort, wo sauer ist, ist basisch. Und lässt das Wasser aus den Zellen heraus. Man sieht, er lässt das Wasser jetzt raus. Das ist eine Maßnahme bei fast allen Wasserionisierern. Die lassen dann das Wasser in den Elektroden heraus, damit diese nicht verkalken. War jetzt nicht wenig. Genau. Diese Vorreinigung kann man verlängern bei sehr kalkhaltigem Wasser oder aber auch ganz ausschalten. Ich gehe mal jetzt in die Menüeinstellungen. Dazu drückt man hier im Standby auf Mode. 5 Sekunden. Genau. Und jetzt die erste Einstellung ist, und hier diese beiden Knöpfe kann man die Werte verändern. Die erste Einstellung ist, ob im Standby das Licht an sein soll oder aus sein soll. Ich lasse es mal an. Das ist jetzt etwas Unwichtiges, bringt nichts, was zu verändern. Einfach nicht beachten. Das ist die Lautstärke. Das könnte wichtig werden, wenn man lauter oder leiser machen will. Ja? Machen wir wieder auf Normallautstärke. Dann Eingangs-pH-Wert des Leitungswassers. Das heißt pH-Wert des Leitungswassers, was ins Gerät hereingeht. Da kann man Minimum 6,5 machen, da ist er auch voreingestellt. Aber ich könnte auch höher machen, würde ich nicht empfehlen, weil bei 6,5 leistet er sozusagen die stärksten Werte, weil er sagt, das Eingangswasser ist ja schon das Sauerste, was ich hier einstellbar habe. Also mache ich insgesamt alles stärker. Und dann, das ist diese Vorreinigungsphase. CL blinkt und hier sehen wir die 10. Die 10, wenn wir die erhöhen, wir können die bis auf 99 erhöhen, das heißt bis 99 Sekunden können wir es machen. Oder ich mache es runter bis auf unter 10 Sekunden. Wenn es unter 10 Sekunden ist, zum Beispiel 9 Sekunden ist, dann haben wir die Selbstreinigung ausgeschaltet. So, ich lasse wieder auf 10, ich mache sogar mal mit Absicht mal 20 Sekunden, dass die Vorreinigung ist. Und dann mache ich weiter. Das sind jetzt die Feineinstellungen der einzelnen Stufen. Das heißt, ich kann die Stufe 1, die Stufe 2, die Stufe 3, Stufe 4 jeweils sozusagen von der Spannung her voreinstellen. 76 ist die größte Einstellbarkeit. Das heißt, bei 76 ist er am stärksten. Das heißt, wenn ich die Stufe 3 auch auf 76 mache, dann ist er auch genauso stark wie die Stufe 4. Deswegen ist hier die Stufe 3 64, Stufe 2 47 und Stufe 1 35. Wenn ich 0 hätte, dann würde er gar nicht ionisieren praktisch. Und das kann sinnvoll sein, da etwas zu verändern. Zum Beispiel, Sie trinken die Stufe 1 und merken irgendwie so, oh, das ist Ihnen doch noch zu stark. Dann könnten Sie die Stufe 1 immer noch hier so ein bisschen reduzieren. Sie könnten aber auch den Durchfluss einfach erhöhen. Der Durchfluss ist nämlich das Essentiellste. Genau, wenn man das auch hat, dann kann man hier noch die angezeigten ORP-Werte nochmal so ein bisschen verändern, aber es ist ein Minimum vorgegeben. Das heißt, das ist jetzt die Stufe 1 bei minus 160. Noch niedriger kann ich nicht machen, auch wenn tatsächlich das Wasser, was hier rauskommt, bei dem Münchner Wasser wahrscheinlich kleiner ist. Dann haben wir hier die minus 400 voreingestellt. Kann man aber auch erniedrigen bei der Stufe 2. Stufe 3, minus 460 ist das Minimum. Und Stufe 4 ist minus 650. Genau, und jetzt drücke ich auf Mode nochmal. Das ist die Sprache. Sprache 1, 2, 3, 4, das ist Russisch, Chinesisch und so weiter. Sprache 3 ist Deutsch. Ich würde auf Deutsch lassen. Und Sprache 1 ist, soweit ich weiß, Englisch. Probieren wir mal aus. Genau. Jetzt haben wir dann, sind wir durch. Fertig. Die Einstellung ist fertig. Jetzt haben wir auf Englisch und haben es auf 20 Sekunden Vorreinigung eingestellt. Das heißt, jetzt wird er sich 20 Sekunden lang vorreinigen. Dieser Ton zeigt den Kunden, dass saures Wasser gerade aus der Anlage herausfließt hier. Hier ist essentiell der Durchfluss.
Das heißt, der EOS, also alle EOS-Geräte zeigen den Durchfluss, der hier aus dem Auslass heraustritt, an. Und ich mache mal wieder aus, 1,2 Liter pro Minute. Den kann man dann über diesen Durchflussmengenregler, Durchflussregulierventil, kleiner machen. Bis auf 0,7 Liter kann man sozusagen reduzieren den Durchfluss. Das ist Minimaldurchfluss bei den EOS-Geräten. Wenn das Wasser sehr kalkhaltig ist, können Sie auch auf 0,7 Liter runtergehen. 0,7 angezeigt im Display heißt, 0,7 Liter fließen hier heraus und die Hälfte davon fließt als saures Wasser heraus. Das heißt, insgesamt sind es dann so 1,05 Liter, was hier dann rausfließt bei 0,7. Ich mache das mal so auf 0,9. Für München ist es so, mit 0,9 Liter oder mit 0,7 würde ich die angezeigten Werte auch wirklich erreichen. Das weiß ich nach Messungen mit so einem Messgerät. Auch wenn die unzuverlässig sind, kann man die mal so hernehmen. Bei 0,7 Liter pro Minute kann ich sagen, stimmen die angezeigten Werte. Zack. Das ist definitiv 9,5. Weil der Durchfluss, der sagt an, ob etwas stark oder schwach ist, ja? Der Durchfluss ist das Essentiellste. Wie viele Blasen sich da entwickeln. Genau, jetzt sind wir bei 0,7 Liter pro Minute. Die Filteranzeige links zeigt 3.966 Liter, die noch durch den Filter fließen müssen. Der Filter ist kabelgesteuert, das heißt, Sie müssen kein Filter-Reset durchführen. Auch dieser Filter muss kein Reset durchführen. In dem Fall hat der noch 3.667 Liter basisches Wasser aus diesem Auslass. Bis er dann bei 20 Liter sagt er dann, dass die Filter ausgetauscht werden sollen, bald. Das war eine gute Einführung in die Menüführung des EOS Genesis. Eins unserer Hauptgeräte, die die meisten Kunden bestellen. Der kann fest installiert werden und am Wasserhahn installiert werden. Jeder ist damit glücklich. Serviço de alto-falante, gordo pá da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço. Pra falar de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, nossa escola raiz é madeira.